Herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, wir machen uns weiterhin auf zum Mirror Peak Aussichtspunkt. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja diese Folge an oder so oder übernächste. Mal gucken. Tja, dauert das ja doch relativ lange. Der Weg ist ein langer Weg zum Aussichtspunkt. Und hier gibt es erstmal wieder Waffen. Und hier ist auch schon wieder alles so am Rumflubbeln. Das heißt, hier geht's gleich schon wieder los. Dann wechseln wir mal auf das Jagdgewehr. Laden hier nochmal nach. Das war verschenkt. So. Vielleicht laufen wir mal ein Stückchen. Oh. Aua. Wo müssen wir denn hin? Wo kommt ihr denn schon wieder alle her? So. Und weiter geht das. Eieiei. Ich dachte eben, das war's. Aber es hat funktioniert. Funktioniert. Ne? Nicht alles abschießen. Muss gar nicht. Puh. So, kurz warten, bis die Laterne, Lampe dann wieder voll ist. Cauldron Lake. Ah, da steht was. Cauldron Lake ist der 8. tiefste See der Welt und ein Caldera-See, der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit den vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstand zwar Sachschaden, Todesopfer gab es jedoch keine. Cauldron Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für die Bewohner des Gebiets. Ja, ne, ist auch spannend. Aktive Vulkane. Man dann auch nicht genau weiß, wann sie wieder ausbrechen. Nur, dass sie irgendwann ausbrechen. Ja. Ist ja genauso in San Francisco, wo sich ja auch schon seit Ewigkeiten zwei Platten da verhaken. Und es ist nur die Frage, wann es da ein Erdbeben gibt. Oh je. Wir stehen auf einer einsamen Brücke. Ob das ein gutes Zeichen ist? Ich weiß es nicht. So, genau, lass mich da mal durch hier. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich habe nichts getan. Lasst mich. Ich glaube, wir sollen hier lang gehen. Ein Manuskript. Kurze Orientierung verloren. Oh, aber das war's scheinbar schon wieder. Gut, wir müssen ja auch nicht alle Manuskripte einsammeln, ne? Okay. Der Weg hier ist wahrscheinlich. Ja. Nicht der offizielle Wanderweg hier. Die ganze Familie. Nein. Komm, da müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. Ah, ich dachte schon, wir fallen jetzt in den Tod. Dann am besten das alles nochmal machen. Aber nein, tun wir nicht. So. Lass deinen Wut, leider wutfreien Lauf, Alan Wake. So. Ist das hier der Aussichtspunkt? Wahrscheinlich nicht. Ach so, die Tür ist zugemauert. Ich dachte so, hä? Nein.
meine, natürlich ist es viel stilvoller, wenn wir in den Keller gehen. Okay, er hat einen guten Tritt. Das muss man ihm lassen. I miss you, Tom. Did you write this? Tom. CN und TZ. TZ ist bestimmt dann der Tom. Könnte ich mir vorstellen. Ach, Revolvermunition brauchen wir nicht. Kommen wir nicht mit Revolvermunition. Schrotflintenmunition. Ja, das schon eher, aber wir haben gerade keine Schrotflinte dabei. Jagdgewehrmunition. Ja, das nehme ich. Ach, da ist noch was. Oh, Leuchtfackeln. Die waren eben sehr hilfreich. Die waren mega hilfreich. Gerade auf der Brücke zum Beispiel. Boah, war das Köln nicht. Ja, klar. Guten Tag. Wo müssen wir denn hin? Lass mich in Ruhe. Aber das müssen wir nochmal machen. Oh, da kommt er. Oh, Alter. Kopf war klar, Leute. Okay, wir können nicht gegen die alle kämpfen. Das geht nicht. Ah, jetzt muss ich den ganzen Müll hier wieder aufsammeln. Ernsthaft. Okay, wir landen wieder hier unten. Wir fallen hier drunter hier durch. Wahrscheinlich müssen wir den ganzen Weg nochmal hochlaufen. Denn wir müssen ja durch diese Ruine durch. Muss ich das hier machen? Oder kann ich hier auch woanders lang? Kann ich hier nicht einfach hoch? Ist da ein Weg, der dann weitergeht? Oder kann ich jetzt hier ein bisschen cheaten? Nee. Ich nicht. Ja, wir werden noch mal hochgehen müssen, vermute ich mal. Bin mir da aber natürlich auch nicht sicher. Shit, ich habe keine Dings mehr. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Okay, das scheint schon wieder gewesen zu sein. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Na dann. Ja, zum Mirror Peak Aussichtspunkt gelangt. Erzähl uns was Neues. Ach ja. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Wir sind nah dran. Das ist ein gutes Zeichen. Das Schlimmste ist es. Ja? Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein! Weg von mir! Tut mir leid! Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es. Ich hab's nicht gewusst. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Die ist vermutlich ertrunken. Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie? Damit er für uns schreit, bitte, bitte! Was zur Hölle?
Na, wer hat uns da gerettet? Es bleibt mysteriös. Bei Alan Wake. Das Ende von Folge 3. Bisher bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Folge 4. Die Wahrheit. Alan. Baby. Es war nur ein Albtraum. Alice. Name bitte. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten nur wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod ihrer Frau sind sie geisteskrank. Nein, sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl, ich bringe sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Träumen wir alles nur? Oder haben wir Wahnvorstellungen? Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Ich merke auch gerade, also erstmal Entschuldigung dafür, dass das Steam-Overlay hier... Hier gab es nur leere Blätter, keine Manuskriptseiten. Dass das Steam-Overlay eben zu sehen war, das wollte natürlich eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe gerade den falschen Aufnahmemodus, aber... Kein Problem. So, aber die Frage ist ja eher, was ist hier los? Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also, warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Wenn er meint. Wo sind wir hier? Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von Ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat Sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Okay, Cauldron Lake ist also schon mal richtig. Hier lang, Alan. Das sieht doch schön aus. In der also, Fahrstuhl. Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen. Paranoiden Wahnvorstellungen sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um sie herum alles durchdreht, auch ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf.
Abgesehen von dem tragischen Unfall mit ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation ihres Unterbewusstseins, das versucht, sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, ihr Instinkt befiehlt ihnen, sich gegen mich zu wehren. Aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Hinter dem Schatten, mit dem man sich begnügt, liegt ein beleuchtetes Wunder. TZ in Andenken an einen lieben Freund und Poeten. Ja, das ist ja, wäre ja schon was, ne? Wenn er sich das hier alles nur quasi einbildet, macht ja schon Sinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das in diese Richtung geht. Dass wir versuchen, hier eine logische Erklärung zu bieten. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. Aber vielleicht so, wie es ist es auch gar nicht so. Ein Sturm auf? Komisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Nur Zufall. Gute Neuigkeiten, Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind? Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört zur Krankheit dazu. Ich ließ ihn reden. Hartmann liebte offensichtlich den Klang seiner Stimme. Seine Worte halten in meinem Kopf wieder. Aber das kann ich bohrte mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ginge es wunderbarer? Wirklich wunderbar, ja. Naja, man könnte die Natur auch am Leben lassen. Beängstigend, beängstigend. Emerson. Ich bin ein schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben. Willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, du möchtest, dass ich weggehe, damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Emerson. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist Emerson. Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen. Er arbeitet Ellenbogenschlag. An einem Videospiel, eine lächerliche Tätigkeit gewiss, und doch bedarf sie eines kleinen kreativen Aufwandes, weswegen er für meine Therapiemethoden empfänglich ist. Ach was. Kommen Sie, Alan, hier lang. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Willkommen in der Cauldron Lake Lodge. Wir sind hier, um Ihnen spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuche vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie- und/oder Kreativitätsphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem, wenn Sie sich in Ihren eigenen kreativen Prozessen befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwidrige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig in einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde.
Die Bindungstherapie und ihre Schwestermethode der Fluss funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Okay. Mein Rheuma bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Was für ein Sturm! Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Aber schicken Hammer hat er da. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Alan. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Bin mir nicht sicher. Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht zum Revier, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog. Und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Komm, tja, hast du Schnaps dabei? Das werden wir dann sehen, welcher vertrauenswürdiger ist. Auf der Farm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutat. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde mondlich dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellenbogen. Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr nicht. Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, die verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory and Thought, Hexe. Dir hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in the sleep, in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben. Bis ins Mark verseucht. Alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. Gut, und mit diesen Worten vielen Dank fürs Zuschauen. Nah am See gebaut. Einem Ort der Macht. Oder auch nicht? Was haben wir da für Feste gefeiert, Mann? Du solltest hingehen und eine Party feiern. Ja. Der fette Bobolda hat den Verstärker durchs Fenster geworfen. Hat diese Hippie-Tussi am Hinterkopf erwischt.
15 Stiche und eine Gehirnerschütterung. Bob ist jetzt tot. Leukämie. Stiche. Gut, ich würde mir trotzdem sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bin mal gespannt, wie das hier noch weitergeht und was jetzt die Wahrheit ist. Was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Wir werden es rausfinden. Vielleicht.